Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit der Klasse DriveInfo beschäftigen, mit der Sie auf Laufwerke des Windows-Dateisystems eben zugreifen können. Und wir schauen uns einfach mal direkt an, welche Mitglieder diese Klasse bereitstellt. Das Wichtigste, um überhaupt an DriveInfos heranzukommen, ist die Methode getDrives. Damit bekommt man eben alle Laufwerke, die zurzeit am Computer registriert sind. Also wir haben da Festplatten, optische Laufwerke wie Blu-ray Player oder Blu-ray Laufwerke, sagen wir mal so, und USB-Sticks, die angeschlossen sind, SD-Karten, Floppy-Disks, wer sich an die noch erinnert, Spaß beiseite. Also das wären eben alle möglichen Laufwerke, die man so mitbekommen kann. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen wie Magnetbänder, die wir jetzt im Privatgebrauch eher nicht finden. Und wenn wir diese Methode getDrives dann eben aufgerufen haben, kriegen wir ein Array von DriveInfo-Objekten zurück. Und auf den Instanzmethoden sind dann wiederum eben Sachen wie DriveFormat und DriveType. Damit können wir eben das Format, in dem das Laufwerk formatiert ist, eben auslesen. Mit DriveType können wir uns anschauen, ist das denn eine Festplatte, ist das ein Wechseldatenträger, ist das ein optisches Laufwerk und so weiter. Mit Name bekommen wir eben den Namen, so wie wir ihn im File Explorer kennen. Also wir können hier mal kurz reingucken. Wir würden eben, wenn wir hier uns in der rechten Spalte befinden, ich hier mal etwas hinzoome, das wäre hier eben meine drei Festplatten auf meinem Desktop, wo ich eben hier dann zu den entsprechenden Partitionen, die dann Laufwerke sind, eben navigieren kann. Und dann habe ich eben noch ein Blu-ray-Laufwerk drin und so weiter. Und einen USB-Stick oder sowas habe ich gerade nicht angeschlossen. Wichtig ist dennoch, dass wir uns im Bewussten sind, dass wenn wir im File Explorer zu einem Laufwerk navigieren, dann sehen wir sofort die Inhalte des sogenannten Root Directories. Also wir können uns das nicht so vorstellen, dass ein DriveInfo sowas ähnliches ist wie eine Directory-Info. Ein DriveInfo enthält selber keine Dateien und auch nur genau einen Root-Ordner, also einen Wurzelordner, den wir aber im File Explorer so nicht sehen. Wenn wir jetzt hier, wir können ja noch mal kurz hinzoomen, hier beispielsweise auf die Partition D gehen, dann sehen wir sofort die Inhalte hier auf der rechten Seite des Root Directories. Und wir haben hier eben, also als Nutzer würden wir sozusagen intuitiv erwarten, dass das die Inhalte von DriveInfo sind. Das stimmt aber nicht, das sind die Inhalte des Root Directories. Das muss man als Programmierer eben aus dieser Sicht noch einmalig sich klar machen. Ja, dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Total Free Space, das ist eben der komplette Speicher, der noch verfügbar ist, und Available Free Space. Man kann für Windows-Nutzer anscheinend die Anzahl des Speichers, die er auf einem Laufwerk nutzen kann, pro Nutzer beschränken, habe ich auch noch nicht gewusst, aber ist mir im Programmieralltag auch noch nicht großartig über den Weg gelaufen. Und mit Total Size bekommt man eben zurück, wie groß das Ding denn überhaupt ist. Mit Volume Label bekommt man eben hier, wenn wir nochmal hinzoomen, den Namen Data zurück. Der aktuelle Name dieses Laufwerks wäre eben D-Doppelpunkt mit hinzugefügten Backslash, glaube ich, auch noch. Das ist der Unterschied zwischen Label und Name. Okay. Das sind so eben die wichtigsten Member auf DriveInfo. Wir können uns beispielsweise mal alle DriveInfos auf meinen Computer holen. Dazu benutzen wir eben, wie gesagt, driveinfo.getDrives. Und dann kann ich eben jetzt mal sagen, for each DriveInfo, mache ich mal console write line
driveinfo.name. Dann gucken wir mal, ob das gleich läuft. Wir sehen hier eben, dass ich standardmäßig diese Laufwerke habe. Das sind eben meine drei Festplatten, CDE, und F ist mein Blu-ray-Player oder Blu-ray-Laufwerk. Ja, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt eben die Klassen Drive-Info, Directory-Info, File-Info, File und Directory mal so gesehen. Natürlich Path auch noch mit dazu. Wir haben jetzt sozusagen den leichten Einstieg in das Dateisystem geschafft und wir werden uns im nächsten Video dann ein größeres Beispiel mal anschauen, wo eben alle diese Sachen zusammenspielen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!